Hallo Leute und willkommen zur 23. Folge. Ich möchte gar nicht sagen, wie oft ich jetzt diesen Anfang versucht habe. Ja. Ich habe vorher so ein bisschen die 23. Folge aufgenommen, deswegen habe ich hier auch schon ein paar sehr entschadete Bücher. Ich wollte mich weiter in die Ender Quarry setzen. Oh. Hab dann aber gemerkt, dass uns Gold fehlt und dann habe ich die Folge damit verbracht, Gold zu farmen und dann dachte ich mir, nein, nehme ich die nicht. Ich hatte nämlich auch keine Fackeln und da YouTube das automatisch immer ein bisschen dunkler macht, dachte ich dann, man sieht nichts. Also lassen wir die Folge einfach. Hier habe ich Gold gefarmt, das legen wir da rein. Und, ja. Werden uns ein bisschen Gold holen. So. Das geht ja relativ schnell. Wir haben einen Bookchef. So, machen wir uns wieder Magical Wood. So. Ich weiß gerade nicht, was da im Hintergrund so komisch. Was ist das? Was tut das so? Na, ist ja egal. So. Ich muss mir dieses so abgewöhnen. Ich bin ja voll der Gronkh-Faker, ne? Na, ich weiß gar nicht mehr, ob der das noch sagt. Sagt er das noch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er das früher sehr oft gesagt. So, wir machen uns ein. Zweimal Bookshares brauchen wir. Und dann brauchen wir noch. Zwei Bücher. Haben wir noch 8 Level? Ja. Gut, dann geht sich das aus. Dann haben wir die Folge unserer Ender Quarry. Boah. Nice. Haben wir die endlich auch. So, Gold. Haben wir jetzt ein bisschen was. Hatten wir ja vorhin nichts mehr. So, einmal Magical Wood und nochmal Magical Wood und dann machen wir uns die Quarry. Eine Ender Quarry bitte. Danke. Oh nein, Ender Pearl Hammer Blaze, ist das ein Problem? Nee, ist kein Problem. Eye of Ender, Ender Core. Oh, jetzt fehlt uns natürlich einmal das hier. Nein, dafür fehlt uns Obsidian. Oh nein! Das darf doch nicht. End Infused Obsidian. Oh. Ja, okay. Wir haben die Ender Quarry. Wir haben sie! Die Ender Quarry! Ja, warum gibt es eigentlich dafür kein Achievement? Okay. Extra Utilities hat keine Achievements dafür hinzugefügt. Ja, ich werde zwischen Folge 23 und 24, also der nächsten Folge, werde ich noch hier werde ich ein Feld machen mit diesen Mana Blumen. Ja, da haben wir nichts. Ein Feld mit diesen Mana Blumen und wahrscheinlich noch ein Kobalthammer. Da fällt mir aber gerade ein, ich wollte einen Diamanten, ja, Diamanten habe ich noch kurz gefunden, 4. Ich werde einen Diamanten dafür verschwenden, ihn auf die Pickaxe zu packen, denn dann bekommt er Haltbarkeit. Sollte er. Ne, aber hält länger. Ja, ja, ist ja Haltbarkeit. Was rede ich denn? So. Ja, jetzt hält die uns mal länger. Den Reaktor habe ich noch eingeschalten. Den können wir eigentlich ausschalten, der produziert schon. Hilorium legen wir ein bisschen nach. Und da, ich habe den Simon und den oder den Anni noch nicht fragen können. Bin noch nicht dazu gekommen. Aber ich glaube, wir hatten mal einen Kompressor. Bin mir nicht sicher. Oder vielleicht haben sie den Kompressor auch kaputt gemacht. Und haben jetzt einen Machine Frame draus. Ich weiß wirklich nicht, welcher von beiden es war. Ich gehe mal davon aus, dass es, glaube ich, Simon war. Weil ich glaube, der kennt sich in Industrial Craft aus. Und jetzt Anni nicht so. Auf jeden Fall wäre cool, wenn wir hier einen Reaktor dann basteln würden. Oder wenn er uns so einen Reaktor bastelt. Ich glaube, ich habe noch nie wirklich so einen Reaktor gemacht.
Also so ein so ein Reaktor. So ein von Industrial Craft. Doch, doch, das stimmt. Das stimmt nicht. Das erste Mal, als ich gemacht habe, waren das 6. Das war in einem Projekt. Und da hatte ich dann mit Refined Stone, nein, Refined Stone, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, dass das halt nicht kaputt gehen kann, habe ich ein riesen Atomkraftwerk und habe, glaube ich, so 4 oder 5 Stockwerke gehabt. Und im untersten Stockwerk war das dann so richtig groß. Das waren dann quasi 2 Stockwerke. Und dann war unten so ein riesen Wasserbecken. Und dort drin waren dann die Reaktoren. Vielleicht machen wir das in diesem Projekt ja auch. Das wäre echt cool. Was ich jetzt machen würde, wäre aber gerne eine Windturbine, denn dann würden wir die Enderquarry schon mal anschmeißen. Dafür brauchen wir zweimal das Redstone. Solange ich mal in der Base bin, kann ich. Das Jetpack ist so gut wie voll. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da rein und hier rein. Dann fehlt uns noch. Ja, das macht man mit Redstone und Osmium. Einmal Osmium, einmal Redstone. Vielleicht machen wir sogar 2 Windturbinen. So. Ohohoho. Eine Windturbine haben wir. Ich glaube, wir werden halt, wie gesagt, gleich 2 anschließen. Eine QED. Wie teuer ist der? So teuer, dass man uns nicht leisten können, weil wir kein Obsidian haben. So. Machen wir einmal nochmal so einen Speicher hier. Dann machen wir uns einfach Fences, würde ich sagen. Die gehen nämlich auch. Wenn wir Fences hätten. 31, ja, wir müssen jetzt für den Anfang nicht so ein großes Feld machen. So, dann haben wir 2 Windturbinen, eine Enderquarry, ein Fenster, um den Bereich zu markieren. Und was brauchen wir dann noch? Ich würde sagen, ja, eine Chest, ne? Aber da werden wir uns eine Better Chest machen und die upgraden. Hier. So, einmal hier die reichen bei 7 gehen ja maximal rein. So, eins können wir da wieder zurücklegen. Und dann brauchen wir Item. Ne, wir haben noch keine Conduits, ne, aber wir haben jetzt Enderperlen, die könnte ich jetzt machen. Item Conduit. Die hier. Ja. Wie ich es noch im Kopf hatte. Dann kombiniert sich das. Dann brauchen wir Conduit Binder. So, ich kann euch das zeigen. Die ist relativ groß. Das ist quasi so ein anderes Iron Chest. Ich wollte halt den Mod haben, weil der Iron Chest ist mir irgendwie, der ist halt schon so oft in Benutzung und dann ist er mir irgendwie auf die Nerven gegangen. Dann dachte ich mir, nehme ich den. Der geht nämlich auch. Klar, hat man mal Abwechslung hier auch. Das heißt ja, der Anti-Mod Pack. So, 24 von diesen einen Conduits, dann würde ich sagen, wir brauchen einen Filter.
die müssen wir natürlich nicht suchen, wenn wir sie noch nicht haben. Und zwar einen Itemfilter. Ja, die haben sich jetzt auch von der Textur her verändert. So viel wie geht. Itemfilter machen wir 2. Dann holen wir uns noch eine normale Chest. Normale Chest genügt, würde ich sagen. So, dann filtern wir das hier. Und dann brauchen wir noch eine Trashcan. Werden wir nicht haben. Nein. Trashcan. Die können wir uns craften. So. So. Oho, oho, oho. Stellen wir die Ender Query auf. Ich finde eigentlich das schöner. Ich weiß nicht, ob dort der Erze sind. Also werden wir es hier mal nicht aufstellen. Hier würde ich sagen, hier ist ein gutes Plätzchen. Ich weiß jetzt nicht, ich habe das mit Zeugen, glaube ich, nie gemacht. So, gehört das so? Nein! 2 Fences. Vielen. 2 Fences fehlen, 2 Fences fehlen. Ich möchte auch Folgendes tun, deswegen habe ich die Item-Filters gemacht. Aber zuerst machen wir hier uns noch die restlichen Fenster, die uns fehlen. 2, perfekt. Okay. So, das passt perfekt, das ist prima. Ender Query. Blockscan, okay, die funktioniert jetzt. Jetzt schließen wir daran hier eine Windturbine an und hier ran eine Windturbine. Dann kommen hier Item Filters. Achso, nee. Blödsinn, dann kommt hier eine Chest drauf. Und von der Chest weg kommen dann Item Filters. Und zwar einmal hier einer. Da einer und der soll eine Blacklist haben. Das bedeutet, hier kann kein Cobblestone und keine Erde durch. Und hier soll es genau umgekehrt sein. Hier soll eine Whitelist. Und hier darf nur Cobblestone und nur Erde durch. Das wird dann hier in die Trashcan. Das wird weggeschmissen. Und das kommt dann hier in die Chest, die wir dann erweitern. Eben. Und dann insertion. So, und jetzt. Wird der Cobblestone nicht gezogen? Aber weil nicht always active ist. So. Genau. Das würde hier drin nicht landen, aber wenn wir jetzt das da reinlegen, dann sehen wir, das landet hier drin. Also kein Cobblestone und kein Erde kann da rein. So, dann bekommen wir hier jetzt mal ein bisschen Erze. Das werden jetzt wahrscheinlich nicht ja, allzu viele sein. Aber es wird so viel sein, dass wir wenigstens schon mal wieder ein bisschen mehr Erze haben. Das könnten wir eigentlich... Ne, wir haben kein Obsidian. Aber wir haben Lava. Buckets. Können uns einfach hier einen Lava-Eimer raus. Hier ein Löchlein. So. So. Dann bauen wir dieses Stückchen Obsidian ab. Ziehen das hier hin und machen uns einen Vakuumhopper, den sie ja, glaube ich, von Rezept, ich bin mir da immer noch nicht ganz sicher, aber mir kommt vor, das haben sie von Rezept her verändert, denn früher, glaube ich, machte man das nur mit einer Enderperle und nicht noch mit einem, so früher, glaube ich, machte es man, nur mit einer Enderperle und nicht mit einem Eye of Ender. Aber das kann knapp werden, ich glaube, da bekommen wir das nicht, ne? Nee, 5 Blaze Ingots. Ne, okay, wir haben kein Blaze mehr. Wir könnten eigentlich nochmal schnell in die Hölle. Das machen wir hier an. Gehen da mal kurz rein. Dann gibt es hier den Standard-Lag. Ich glaube, dort hinten war die Nether-Festung. Muss ich mal rüberschauen. Ich finde das immer noch so cool, dass man Minecraft so gut modden kann.
Also ich glaube, Minecraft wäre einfach nicht das Minecraft, wenn man es nicht modden könnte. Weil ich kann mich nicht daran erinnern, wo ich das letzte Mal wirklich so hundertprozentig Vanilla gespielt habe. Und damit meine ich wirklich 100% Vanilla. Damit meine ich auch kein Optifine oder sonstige FPS auf pushende Mods, sondern einfach 100% Vanilla. Vanilla. Aber es wird jetzt wahrscheinlich eh demnächst ein Projekt kommen. Wo wir ja einen Einzelteil davon gemacht haben. Das nennt sich Minesurf. Und da sind wir jetzt, habe ich dich jetzt momentan an einen Zweierteil. Der wird wahrscheinlich auf der 1.9 laufen, weil jetzt kommt ja bald die 1.10 raus. Weil ja Mojang jetzt bis zu 1.14 will ja jetzt Mojang. Ah, da findet man relativ interessante Sachen. Mojang will ja bis zur 1.14 wollen sie jetzt so kleine Updates raushauen. Das haben sie auch selbst, also das haben sie getweetet, glaube ich. Also bis zur 1.14 sollen jetzt wirklich nur noch so kleine Updates kommen. Zum Beispiel die 1.9 hat jetzt nur zwei neue Mobs und halt einen Eisbären, also drei neue Mobs hinzugefügt. Und die Structure-Blöcke, die aber für kreativ sind, dann halt Netherwarzen-Blöcke und Netherwarzen-Bricks. Aber wirklich mehr. Ja, dann halt noch Knochen, die jetzt die halt unten in den Minen oder so spawnen können. Ja, aber viel mehr jetzt auch nicht. Sind halt alles so kleine Updates. Da glaube ich, werden jetzt die Mod-Entwickler auch nicht wirklich aufspringen und jetzt mal für die 1.9 vielleicht die Mods raushauen oder 1.8. Obwohl ich glaube, dass jetzt mehr für die 1.9 raushauen werden. Ja, das ist so ein System. Was ist denn das Portal? Ich habe die Netherfestung nicht gefunden, ne? Ja, Leute, ich würde sagen, das war's für die Folge. Ich werde jetzt noch kurz Blaze holen bis zur nächsten Folge. Und dann war's das. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!